Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Shemnage TV. Heute möchte ich mit euch eine weitere tägliche Mission spielen. Und zwar eine Version von Ihre Kindheit, aber diesmal mit dem Postfix Die Zeit wartet nicht. Und die befindet sich auch diesmal nicht in der Unterwelt hier, sondern tatsächlich in der Oberwelt, auf der ganz normalen Straße hier. Und da haben wir auch wieder zwei Kinder. Schauen wir mal. Dass dieselben sind? Es sind dieselben. Bruder, wir verstecken uns dort. Das ist bestimmt besserer Platz als ihrer. Ruth, lauf nicht überall herum. Wenn du verloren gehst, kann ich dich nicht unbedingt rechtzeitig finden. Was macht ihr denn hier? Ah, du bist es. Hey, hast du Zeit? Schnell, versteck dich mit uns. Lovi hat bestimmt schon ein Schlupfloch gefunden. Was hat Lovi angeht? Los doch. Wir haben keine Zeit. Sie kennen sich hier aus. Wir müssen ein besseres Versteck finden. Verot verschwindet in einem wie ein geölter Blitz, okay. Ach, Verot. Wann wird er jemals hören? Entschuldige, würdest du noch einmal mitspielen? Aus irgendeinem Grund ist Verot plötzlich so aufgeregt. Vielleicht, weil er neue Spielkameraden gefunden hat. Das glaube ich auch, aber egal. Hauptsache, Verot hat Spaß beim Spielen. Aber er ist wirklich zu aufgedreht. Hoffentlich versteckt er sich nicht wieder mit Lovi an irgendwelchen seltsamen Orten. Also, bitte, könntest du wieder mit uns spielen? Ich sollte mir auch lieber schnell ein Versteck suchen, sonst wird Verot wieder sauer auf mich. Wenn er hier draußen anfängt zu weinen, weiß ich absolut nicht, was ich tun soll. Okay. Das Gebiet ist überschaubar. Er steht wieder hier und interessiert sich ein Scheißdreck für das Spiel. Dies hatte ich auch schon gelesen. Du liest? Oh, ich habe nicht erwartet, dass du mich so schnell finden wirst. Ich habe das Buch gerade aufgeschlagen. Lovis Papa ließ sie mir in dieses Buch bringen. Er hat auch gesagt, dass ich ihn fragen kann, wenn ich etwas nicht verstehe. Aber ehrlich gesagt verstehe ich das ganze Buch nicht. Aber das tut jetzt nicht zur Sache. Ich sollte zurück zum Treffpunkt. Schließlich hast du mich gefunden und ich muss mich an die Regeln halten. Es tut mir ja furchtbar leid. Ich nehme das aber mal mit. Da hinten ist der Kleine. Hier werde ich bestimmt nicht entdeckt. Vielleicht, wenn du ein Stück weiter nach rechts oder links gegangen wärst, so hier hinter, dann... Aber so... Oh, du hast mich schnell gefunden. Ich wollte mich gerade woanders verstecken. Dann muss ich wohl zurück zum Treffpunkt. Es gibt noch ein drittes Kind, hä? Lovi. Hier nicht. Da, hier, da ist auch noch... Krass. Naja. Lovi, Lovi. Was ist Lovi? Ein Kind? Ein Hund? Oh, dann bin ich aus dem Gebiet raus. Okay, an seltsamen Orten, ja. Lovi versteckt sich an seltsamen Orten, hieß es. Kann ja auch hier oben sein. Wäre ja auch noch im Gebiet. Aber... Ich weiß ja nicht mal, wonach ich suche, fuck. Nach einem Kind? Da! Oh. Das ist sicher kein Problem. Na gut, du hast mich gefunden. Hä? Wer bist du denn? Ein Freund von Aurelio und Verot. Oh, sie haben von dir erzählt. Verot sagte, du warst gut im Verstecken spielen. Jetzt habe ich gesehen, dass du wirklich gut daran bist. Na, ich habe verloren. Dann gehe ich zum Treffpunkt. Okay. Warum schaut ihr zwei mich so an? Ach, Bruder. Hast du dich etwa wieder davon gemacht, um zu lesen? Du spielst gar nicht richtig mit. Genau, das ist kein einfaches Spiel. Streng dich etwas mehr an. Ihr habt doch schon alle guten Plätze belegt und ich bin ja auch nicht so gut im Verstecken. Also konnte ich nur lesen, um mir die Zeit zu vertreiben. Pah, Lügner. Du willst immer nur lesen. Lass mich doch in Ruhe. Lebensweise hat es Spaß gehabt, nicht wahr? Hehe, Lovi ist richtig gut im Verstecken spielen.
und kennt viele gute Plätze. Mit Luffy an meiner Seite ist es hier ziemlich interessant. Normalerweise finden uns die anderen gar nicht, wenn wir kooperieren. Also sei stolz. Gut, jetzt habt ihr genug gespielt. Luffy, wir bringen dich nach Hause. Und bei der Gelegenheit kannst du auch gleich meinen Papa etwas fragen, stimmt's? Es gibt tatsächlich ein paar Stellen, die ich nicht verstehe. Da muss ich ihn fragen. Na gut, also los. Mein Papa müsste jetzt zu Hause sein. Und meine Mama hat das letzte Mal auch gesagt, dass ihr bei uns zum Abendessen bleiben sollt. So even now you still don't completely trust me, huh? You're a vigilant one. Not that that's a bad thing. I'll never need to worry about you getting duped by someone else. But on the other hand, since you've taken it upon yourself to watch my every move, you'd better be careful when you blink. Who knows? I might just tell a huge, terrible lie while you're not paying attention. You'd be in a real pickle then, wouldn't you? Was ist das denn für eine lange Voiceline, Alter? Ja, also ich bin gespannt, wo dich die Versteckenspiel, ihre Kindheit-Quest noch hinführt. Bis jetzt geht es ja tatsächlich nur darum, ein bisschen Verstecken zu spielen. Jetzt reicht's mir. Verstecken zu spielen. Und ja, wir müssen mal gucken, ob das noch irgendwo hinführt. Vermutlich gibt es da auch noch irgendwann ein Archivement, eine Errungenschaft. Und die werden wir hoffentlich nicht missen. Also dann, meine Freunde, danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.